Herzlich willkommen zu einem neuen Video. So wie letzte Woche versprochen, geht es diese Woche an den Zapfhähnlagerbock, an den hinteren Zapfhähnlagerbock von dem MB-Truck. Da ist ein Sprengring ab. Ja, da hält das Lager, hält nicht mehr drin. Ich baue das Teil jetzt erstmal aus und dann auf der Werkbank gucken wir uns das Ganze mal zusammen an. Gucken wir mal, warum der Sprengring da nicht mehr hält und ob wir da noch irgendwas verbessern können. Und nach dem Fett in dem Zapfhähnlagerbock, da gucken wir auch gleich mal an. Ich melde mich, wenn ich das Teil ausgebaut habe. Viel Spaß bei dem Video. So, hier sitzt das Teil, das heißt, wir müssen jetzt hier vorne die Welle lösen, die nach vorne zum Verteilergetriebe geht. Die Welle lösen und dann die vier Schrauben, die man da sieht, das Ganze lösen, um dann den Zapfhähnlagerbock nach hinten abzunehmen. Hier sieht man schon, was ist. Da ist der Sprengring ab und den müssen wir wieder neu reinsetzen und dann, wie gesagt, nochmal gleich nach einem Fett gucken. Wir gucken dann nochmal nach dem Verschleiß, wie das da aussieht. Ich meine, so oft ist er jetzt nicht in Benutzung, aber gucken kann man da ja trotzdem mal. Jawohl, ich baue das Teil jetzt aus. So, bevor ich jetzt die letzte Schraube löse, hole ich mir einen Kabelbinder, weil dann können wir nämlich die Welle irgendwo nach oben aufhängen. Obwohl, die können wir auch nach unten weglegen. Das ist einfacher. Legen die hinter uns, dann stürzt er uns am wenigsten. Aufgefallen ist mir das Ganze übrigens beim Abschmieren. So, drei Schrauben haben wir schon. Und jetzt kommt der Last One. Jawohl. Da haben wir's. So, hier liegt jetzt das gute Stück. Hier hinten sieht man, dass dort der Sprengring ab ist. Dazwischen. Dass man im Prinzip auch hier das Ganze nach hinten rausziehen könnte. Wir gucken jetzt erstmal hier. Wir machen mal die Schraube auf und gucken mal, ob wir da ein bisschen Fett noch reindrücken müssen. Ob das gut aussieht. Oh, ich würde sagen, wir machen jetzt hier ein bisschen Fett rein. Ich hatte auch so eine Fetttube dafür. Ich bin mal gespannt, wie ich die finde. Ja, das kommt da rein. Manol Low Viscosity Grease. Oh, das ist aber flüssig. Ich hätte gedacht, das wäre ein bisschen fester. Dann müssen wir mal gucken, haben wir das irgendwie mit dem kleinen Trichter da vielleicht reinkriegen. Okay, das ist schon wieder voll. Das ist gut. Dann lassen wir das Ganze mal so. Dann machen wir hier wieder die Verschlusskappe drauf, Verschlussschraube.
So, genau das ist nämlich das Thema. Jetzt sieht man hier, dadurch, dass der Sprengring hinten nicht mehr drauf saß, konnte man jetzt einfach die Welle nach hinten rausschieben. Jetzt mache ich mir mal diese Naht ein bisschen frei. Setze das Ganze wieder von hinten an. Vorne ist ein Kugellager drinne. Weiß auch nicht, ob ich die Welle da jetzt noch mal abbauen muss. Ich denke, das wäre wahrscheinlich das Beste. Weil ich hier. Dann demontiere ich jetzt mal die Welle. Müsste doch eigentlich ganz gut sehen. So, einmal die Welle abschrauben. Problem ist, dass ich sonst nicht dazwischen komme. Ich muss diesen Sprengring eine ganze Ecke da reinkriegen. Und das Lager auch. 22er, passt perfekt. So, sehr gut. Sprengring. Alles da. So, jetzt machen wir hier drin noch ein bisschen sauber. Ich hoffe, ihr seht das. Das Lager ist ja auch komisch. Ich hätte hier gar nicht so weit da drüber rutschen dürfen, oder? So, um jetzt mal vorsichtig das Lager zu entfernen. Jawohl. So. So, jetzt sieht man es nämlich. Hier muss das Lager sitzen und hier muss der Sprengring rein. Genau da in die Nut. Das Lager muss also ganz drinnen sitzen. Jetzt müsste doch rein theoretisch. Stummel müsste da jetzt eigentlich von hier reinpassen, oder? So, ich glaube, es ist doch nicht alles so aufwendig, wie ich jetzt gedacht habe. Das Lager müsste so sitzen. Das muss jetzt natürlich noch ein Stück weiter rein. Und dann müsste rein theoretisch diese Scheibe da relativ hinten. Mit dem Ring nämlich, der muss auch noch da rein. Das ist ein Dichtring von hinten quasi. So, und dann muss der Ring natürlich ein Stückchen weiter vorne sitzen. Deswegen hole ich jetzt mal Folgendes. Ich zeige euch das mal. Sekunde. Muss erstmal das hier einspannen. Ich werde mir jetzt eine Nuss holen, die ich quasi hier drauf setze. Und wo ich dann das Ganze damit ein bisschen reinklopfe. Oder irgendein großes Teil. Vielleicht das hier. Passt perfekt. So, jetzt machen wir nämlich das Ganze. Jawohl. Jetzt müssen wir uns die andere Seite gleich nochmal angucken, weil da ist jetzt das Lager rausgeplumpst. Der Ring. Aber es ist jetzt so, dass das jetzt hier drinne sitzt und dass jetzt der Sprengring da drauf kann. Genau, jetzt kann nämlich der Sprengring, wenn ich ihn finde, ist das gute Stück, da ist er,
Der Springring da drauf, dazu haben wir uns eine Springringzange. Brauche ich noch ein bisschen Bremsen rein, ja? Und ein paar Lappen. Das ist aber auch eine Sauerei mit dem Fett. Mal gucken. Das sieht gut aus. Ich denke mir, der saß vorher nicht richtig. Jetzt sieht das Ganze nämlich besser aus. Da könnt ihr mal reingucken. Also in meinen Augen sieht das Ganze jetzt gut aus. Jetzt machen wir hier hinten noch den Wellendichtring sauber. Dann kommt der da oben drauf. Und dann gucken wir mal, ob das Ganze seinen Zweck erfüllt. Könnte auch wieder unsere perfekte. So, und jetzt müssen wir nämlich mal gucken. Was muss jetzt mit der Verzahnung? Ist da irgendein bestimmtes Zahn? Muster oder kommt das einfach so? Jetzt müssen wir aufpassen, wenn wir jetzt hier hinten. Jetzt habe ich das Ganze mal mittig eingespannt, damit ich nicht durch hier oben draufschlagen die Welle wieder nach unten rausschlage. Die wird jetzt gestützt hier durch den durch den Schraubstock. Ja, jetzt sitzt nämlich die Welle auch schön. Was man jetzt noch machen könnte. Sehr gut. So, hinten, das müsste jetzt fast fertig sein. Wir ziehen natürlich hier die Schraube gleich nochmal nach. Und jetzt gucken wir nochmal hier oben. Hier können wir nämlich jetzt noch ein bisschen Fett reindrücken. Genau, jetzt kommt nämlich von hier oben. Zeige ich euch gleich. Will ich noch mal das passende suchen, was hier drauf passt, weil ich muss das noch ein Stückchen weiter reinschlagen, damit dort der Dichtring noch drauf geht. Ja Leute, das sieht jetzt wieder gut aus. So sieht der Zapfwellenlagerbock fertig gebaut, fertig zusammengebaut aus. Hier hinten, das sitzt jetzt wieder schön eng zusammen. Hier kommt jetzt noch neues Fett rein und dann baue ich das Ganze wieder unten an. Das ist ja weniger interessant. Vier Schrauben für den Lagerbock und dann noch die vier Schrauben zur Welle nach vorne. Und dann zeige ich euch das Ganze nochmal, wenn es fertig angebaut ist. Und dann machen wir mal kurz einen Probelauf. Jawohl, der Wellenlagerbock ist wieder angebracht. Funktionstest darf natürlich nicht fehlen. Das heißt, wir schmeißen jetzt mal das gute Stück an. Gang raus, Standgas rein. Wir lassen mal ein bisschen Luft pumpen, damit ich die Zapfwellenkupplung hier oben dann schalten kann. Der schaltet das Ventil ab 6 Bar, also ein bisschen was brauchen wir noch. So, Stopp.
lassen. Sattwelle dreht. Lok hängt. Welle vorne sieht auch gut aus. Ja, das sieht wunderbar aus. Sie läuft in der 1. Sehr schön. Ich würde mal sagen, Plan erfüllt, alles wieder wie neu. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns, wenn alles läuft, nächste Woche. Was dann kommt, kann ich euch noch nicht sagen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis nächsten Sonntag. Bis dann. Tschüss.